Jahreswechsel vorgenommen oder wollen 2019 irgendwelche Sachen anders machen? Bei mir ist das auch der Fall, und zwar auf einer ganz wichtigen Ebene, denn ich suche jemanden neuen, der mit mir zusammen diese Videos hier macht. Also ihr müsst natürlich auf jeden Fall mindestens 18 Jahre alt sein, Baby, fertig haben. Grundvoraussetzung für den Job ist, logischerweise, ihr müsst filmen können, ihr müsst schon ein bisschen Erfahrung haben mit so einer Kamera, wie zum Beispiel eine Spiegel. Dasselbe, was Filmen und Fotografieren angeht, gilt natürlich auch für den Schnitt. Und da ist wichtig, dass ihr auf Final Cut schneidet. Letztes Jahr bei den Bewerbungen habe ich ja auch noch zum Beispiel Premiere gelten lassen. Mache ich jetzt nicht mehr. Einfach deswegen, wenn ich nicht mit demselben Programm schneide, wie derjenige von euch, der... Und da ist wichtig, dass ihr auf Final Cut schneidet. 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 Ich suche jemanden neuen, der mit mir zusammen diese Videos hier macht. Hey, was geht? Mein Name ist Marius Michler, ich bin 21 Jahre alt, komme ursprünglich aus Niedersachsen, studiere aber derzeit Medienkommunikation hier im wunderschönen Passau. Hauptsächlich gehe ich aber zurzeit einer meiner größten Leidenschaften nach, und das ist das Videoproduzieren. Zudem liebe ich es, Ski zu fahren, bin leider kein Snowboarder, bin aber auch sonst für jede sportliche Aktivität oder für jedes Abenteuer zu haben. Ich glaube, auch sonst können wir eine Menge Spaß haben und neue Menschen, neue Länder, neue Kulturen kennenlernen. Und meinetwegen können wir natürlich auch kreatives Ping-Pong spielen, habe ich mega Bock drauf. Und somit natürlich auch coole Projekte machen. Es gibt aber tatsächlich noch eine Sache, für die ich mehr brenne als das Videos produzieren. Und die möchte ich dir gerne in dem letzten Part des Videos vorstellen. Reisen ist eine Aufeinanderfolge von Momenten und Erfahrungen. Meistens geschieht alles so schnell, dass wir es gar nicht richtig erfassen können. Doch diese Momente leben uns weiter und werden ein Teil von uns. Danke dir fürs Anschauen dieses Videos. Ja, wie ihr vielleicht gesehen habt, ich schneide mit Premiere Pro. Deswegen ist es mehr oder weniger eine inoffizielle Bewerbung, und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass ich das Zeitlimit ein wenig überschritten habe. Aber es hat mega, mega Bock gemacht, dieses Video zu produzieren, einfach ein bisschen kreativ zu werden. Deswegen danke fürs Anschauen, und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video, und ich wünsche euch alle noch einen schönen Abend.